Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar habe ich euch ja schon gezeigt, wo man die Vorentwicklung von Lucario fangen kann. Und die Nachentwicklung kann man auch fangen. Zwar leider nur in den DLC von die Schneelande, so hieß es. Man kann natürlich das auch aus dem Raid holen, ne? Das ist jetzt, das geht ja auch. Aber wenn man jetzt gerade keinen Raid hat, keinen passenden, kann man das halt in dem DLC sich holen. Und zwar müsst ihr halt wieder hier vorne hin, wo diese Sohle des Giganten ist, wo man halt auch diese Fossil-Pokémon im Wasser bekommt. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das hochlade. Aber wenn ja, dann halt genau da, wo ich es euch letztes Mal gezeigt habe. Also ihr fliegt am besten halt hier bis zum Bett des Giganten. Fahrt einmal hier rum. Tut den Fluss überqueren. Bis in die Höhle rein. Und dann fahrt ihr halt, wenn ihr von da kommt. Von da kommt man. Einfach rechts rein. Und dann fahrt ihr einfach weiter rechts. Und dann seid ihr halt hier. Und dann fahrt ihr einfach wieder rechts rein. Und hier vorne taucht es direkt auf. Also ihr müsst es gar nicht allzu weit suchen. Ist auch relativ leicht zu finden. Ja, für die Leute, die es vielleicht handeln wollen oder halt die Weiterentwicklung direkt fangen wollen, statt halt die Vorentwicklung zu entwickeln. Weil die taucht auch relativ selten auf. Da kann man so gesehen das hier fangen und dann halt sich ein Ei brüten. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und geholfen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.